Hallo und herzlich willkommen hier bei The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung des königlichen Wissens. Im folgenden Video zeige ich euch die Mathaufgaben, die wir vom 14. bis 20. Dezember in unserem Community-Tab veröffentlicht haben. Jeden Tag gibt es viele von euch, die die Aufgaben lösen. In diesem Video können nochmal alle, die die Aufgaben nicht gemacht haben, die Aufgaben nachholen. In allen Aufgaben geht es darum, forciert Matt zu setzen. Der Schwierigkeitsgrad steigt idealerweise von Aufgabe zu Aufgabe etwas an. Wir fangen an. Erste Aufgabe hier. Zwei Franzosen. Thierry Kozlowski gegen Eric Fauvé. Was macht hier Fauvé mit Schwarz? Er setzt Matt in einem Zug. Und zwar Dame A6 Schachmatt. Mathe. Das Programm labert wieder so vor sich hin hier. Dame H6 Schachmatt. Der König kann nicht fliehen, weil der Springer hier dieses Fluchtfeld kontrolliert. Nächste Aufgabe. Hier setzt Weiß Matt. Müssen wir drehen das Brett? Natürlich. Wo ist hier das Matt? Wieso sehe ich das nicht? Muss ein stiller Zug sein, ne? Oh. Nicht schlecht. Jakob Geller gegen Arthur Frolov. Alle Beispiele sind aus normalen Partien. Der ist gar nicht so leicht hier, weil es ein stiller Zug ist. Kein Damenopfer, nix, kein Opfer. Nein, ich muss Platz machen hier für den Springer. Wenn der Springer hier rein kann, dann ist es matt. Hier. Hallo? Deswegen muss ich hier Läufer E8 spielen. Habe ich ein bisschen gebraucht, um das zu sehen. Es droht matt auf D7. Na, es droht matt auf D7 plus matt auf F7. Beides kann Schwarz nicht abwehren. Der logische Zug ist Turm schlicht E8. Und jetzt kommt Springer F7. Schachmatt. Ja, schönes Matt. Ein Räumungsopfer. Nennt man das? Schönes Ding. Weiter geht's. Hier Schwarz dran. Ja, das ist matt in zwei Zügen. Das ist leicht. Immer die Schachgebote berechnen, bitte, bei solchen Aufgaben. Schachgebote, Schlagzüge. Man spricht in dem Zusammenhang von Kandidatenzügen. Turm G4 Schach. Ja, der König muss nach H3. Der Bauer kann nicht schlagen, der ist hier gefesselt. König H3, Turm schlicht F3. Schachmatt. Weiter geht's. Hier Schwarz dran. Ja, hier um uns eine Dame, ne? Noch nicht. Wir haben hier Springer C3 Schach. Ganz wichtig. Wir müssen auch aufpassen. Wir müssen Springer C3 Schach machen. Weil Weiß hat hier noch eine Dame und einen Läufer, ne? Das ist gefährlich für den. Und der schwarze König steht super weit offen. Wenn jetzt der König nach F2 geht, dann folgt D1 Dame, Schach, König E3. Dame E2 Matt. Ne? Zum Beispiel. Wenn nach Springer C3 der König, wo soll der hin? Wenn er nach E3 geht, das ist das schönste Matt übrigens. Dann kommt D1, aber nicht Dame. Nee, nee. Da muss ein Springer kommen. So, Springer. Das ist das Matt hier. Ne? Weil der Turm die zweite Reihe abdeckt. Der Bauer das Feld hier. Da muss ein Springer her. Das ist das schöne Matt. Und was hatten wir noch? König F1, dann kommt einfach D1, Schachmatt, ne? Dame. Zwei Großmeister übrigens hier. Arthur Snijksans gegen John Ludwig Hammer. Zwei bekannte Großmeister. Nächstes Beispiel. Hier ist wieder Schwarz dran. Das ist einfach. Das habe ich schon häufig gesehen, das Motiv. Ihr solltet das auch schon gesehen haben. Hier ist ein Damenopfer. Wir haben hier einen Angriff auf G2. Der Turm greift auf der D-Linie an. Immer Schlagzüge und Schachgebote berechnen. Und hier gewinnt Dame schlicht G2, Schach, Turm schlicht G2, Turm D1, Schach, der Turm muss zurück und dann halt Turm D schlicht G1, Schachmatt. Der Turm hier ist ja gefesselt. Ne? Wieder ist Schwarz dran. Ja, hier muss es Läufer F5 sein, ne? Läufer F5, Schach. Der Turm hier greift mit an, kontrolliert die G-Linie. Wenn der König nach H2 geht, dann folgt einfach Dame H4 Schach, Dame H3, Dame schlicht H3 Matt. Wenn die Dame nimmt, dann müsste Dame E3 Schach gewinnen. Ja. Der König muss auf die H-Linie, König H2, Dame G3 Schach, König H1 und hier Dame G2 Schach Matt. Hier, wenn der König nach H4 läuft, ist es direkt Matt, ne? Mit Dame G3. Schachmatt.
Ja, haben wir noch was? Weiß ist dran. Oh, Korchnoi gegen Portisch. Zwei Klassiker aus dem Jahr 87. Weiß ist dran. Wir haben hier einen Schlagzug und ein Schachgebot. Turm schlägt G7. Ist das matt? Der Läufer kann nicht nehmen, der König muss nehmen. Dann Läufer D4 Schach. Ja. Ist matt, ne? Und egal, wo der König hingeht, dann kommt hier wieder Dame F7 oder Dame schlägt F8. Also Turm schlägt G7 Schach. Der König muss nehmen. König A8 kommt, Dame schlägt F8 Schachmatt. Der Läufer kann nicht nehmen. Also König dahin. König schlägt G7, Läufer D4 Schach logischerweise. Der König kann nur dahin oder dahin. König H7 ist einfach wegen dem hier. Ne? Matt. Also besser ist König G8 und Dame E6 Schach. Und dann haben wir am Ende das Gleiche. Ne? König H7, Dame F7 Schach, Läufer G7, Dame schlicht G7. Schachmatt. Schönes Matt. Haben wir noch einen? Ich glaube, das war das Letzte. Ne? Ja, das war das Letzte. Das ist alt hier. Das waren die Aufgaben, die wir zwischen dem 14. und 20. Dezember veröffentlicht haben. Wenn ihr weitere solche Aufgaben lösen möchtet, die Liste ist inzwischen lang, dieser Matträtsel, und damit könnt ihr auch eure Rechenfähigkeiten, was das forcierte Rechnen von Varianten betrifft, sehr gut trainieren. Guckt einfach mal in die Playlist dort, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.